Einen wunderschönen guten Morgen heute zum Marktgespräch mit der LSX am 12. August 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir schauen gemeinsam mit unserem Händler auf den DAX erst einmal und dann auf einzelne Unternehmen. Der DAX gestern mit einem großen Sprung hin zur 13.000. Kurz darüber, was ist denn da passiert? Guten Morgen, Daniel nach Düsseldorf. Guten Morgen, Andreas. Ich grüße dich. Hallo. Ja, wir hatten einen starken Trend gestern gesehen, gleich vom Start weg über der 12.800 und im Handelsverlauf sogar die 13.000 erreicht, aber sie nicht halten können bis zum Handelsende. Was waren denn da die Auslöser? Ja, das ist richtig. Wir hatten gestern insgesamt eine gute Verfassung im DAX, einen starken Auftritt, allerdings nur ein kurzes Gastspiel über 13.000 Punkten. Das konnten wir nicht ganz halten. Was war da los? Also erstmal hatten wir natürlich ein bisschen auch vom Herrn Putin aus Russland mit dem möglichen Impfstoff, beziehungsweise der jetzt da schon angewandt wird. Das hat ein bisschen Rückenwind gegeben. Allerdings hat die Kurse sind nachher abgebröckelt, weil man sich zwischen Demokraten und Republikanern nicht auf ein breiter angelegtes Konjunkturpaket einigen konnte. Von daher sind wir dann nachher ein bisschen abgebröckelt und notieren heute Morgen bei 12.870 Punkten im Markt. Mittelfristig sieht das Chartbild, wie wir hier im Hintergrund sehen, durchaus noch weiter positiv aus. Kann man damit rechnen, dass es einen weiteren Angriff auf die 13.000 geben wird? Ja, nur die Frage ist, wann, ne? Also wie gesagt, ich betone ja immer wieder, ja auch in den letzten Wochen, es bleibt nach wie vor immer spannend und einzelne Meldungen, sowohl positiver als auch negativer, können sowohl in beide Richtungen dann ausschlagen und den Markt. Also wir befinden uns ja auch noch nicht mal 1% heute Morgen von der 13.000-Punkte-Marke entfernt. Sowas kann schnell gehen, aber wie gesagt, ich höre nicht auf zu betonen, das geht in beide Richtungen. Ne? Auch noch kurze Sache dazu. Das kommt auch darauf an, wie die Infektionszahlen weiterhin steigen oder fallen. Wir haben es heute Morgen gesehen oder beziehungsweise gestern Abend ist ja wieder von der spanischen Regierung gekommen. Man hat jetzt auch eine Reisewarnung ausgesprochen für die Hauptstadt, für Madrid und für das Baskenland. Wie gesagt, also da müssen wir weiterhin sehr vorsichtig sein und vorsichtig agieren. Ja, du erwähntest es schon, 1% bis zur 13.000, 1% sind ja teilweise an anderen Märkten gar nichts, zum Beispiel am Goldmarkt gestern. Da ging es rasant nach unten, über 6%, das war der stärkste Intraday-Kursverlust seit Juni 2013 und auch Silber hat 10% verloren. Was waren denn hier die Auslöser? Ja, genau, das ist richtig. Silber hat es, wie gesagt, noch stärker erwischt. Ja, ich würde einfach sagen, wir haben da eine überkaufte Situation gesehen. Es ging die letzten Tage und Wochen ja auch steil bergauf. Wir sind ja auf dem Goldpreis gewesen bei, ich glaube, im Hoch bei 2075 in Dollar gerechnet. Und ich glaube, wie man so schön sagt, das war jetzt einfach mal eine Gegenbewegung fällig. Ne? Der Markt ist überkauft gewesen und dann sieht man auch, wie schnell es wieder nach unten gehen kann. Aber insgesamt, wenn man das betrachtet, so auf die letzten 12 Monate oder auch zum Anfang dieses Jahres, kann man sich bei den Rohstoffwerten allgemein und explizit bei Gold und Silber nicht beschweren. Also da ist schon eine ordentliche Performance zu erzielen gewesen. Das stimmt wohl und um Performance geht es auch bei unserer ersten von drei Aktien, die wir heute Morgen besprechen möchten, und zwar bei Freenet. Freenet gestern Abend mit Quartalszahlen. Man hat die Prognose bestätigt und so auch die Dividendenpolitik. Das kommt ganz gut an. Heute Morgen noch, man hat halt Freenet eine Beteiligung von 24,4% am Schweizer Unternehmen. Muss ich mal kurz nachschauen, Sunrise Communication. Da gibt es ein Übernahmeangebot von Liberty Global. Und Freenet hat sich dazu entschieden, ihren Anteil zu veräußern bzw. einzureichen in dieses Übernahmeangebot, was sich bei 110 Schweizer Franken befindet. Das kommt gut an. Also man spricht hier von einem außerordentlichen Ertrag für Freenet von 300 Millionen Euro. Der Kurs heute Morgen an der LSX bei 16,10 Euro. Wenn man mal beachtet, die Tiefstände vor ein paar Wochen waren bei 14 Euro. Also somit kommt die Meldung ganz, ganz positiv an.
Was auch noch bei Freenet gut ankommt, das sind die neuen Flex-Datentarife. Also hier bekommt man schon für 10 Euro im Monat einen Vodafone-Tarif quasi mit flexibler Laufzeit und 5 Gigabyte Datenvolumen. Also da können wir eine Menge Streams drüber machen, wenn man diesen Tarif hat. Das bringt auch die Überleitung zur nächsten Aktie, und zwar einen Split, also nicht einen Kostensplit, sondern einen Aktiensplit. Hier werden Aktien zerschnitten. Wie genau stellt man sich das vor und um welches Unternehmen geht es? Ja, es geht um die Tesla-Aktie. Sie ist ja absolut gesehen bei 1250 Euro eher ein teures, wenn man es absolut sieht, Wertpapier. Und gestern Abend hat man angekündigt, einen Aktiensplit im Verhältnis 5:1 vorzubereiten. Der findet nicht von heute auf morgen statt, sondern angekündigt für den 31. August. Und die Aktie wird dementsprechend mit dem Faktor 5 korrigiert. Also wir werden dann in Zukunft circa bei 250 Euro notieren, anstatt wie heute Morgen bei 1250. Ja, und das kommt auch ganz gut an. Gegenüber dem Schlusskurs von gestern haben wir einen deutlichen Aufschlag wieder von 6%. Und man hat ja im Moment dieses Gefühl, Tesla kann vermelden, was auch immer. Die Aktie ist in aller Munde und ja, profitiert auch von dieser Meldung, die gestern Abend kam. Ja, immer wieder neue Meldungen zu Tesla. Da ist der Newsflow quasi intakt und das hilft auch der Aktie. Genauso wie bei Moderna. Auch hier gab es eine neue Meldung. Ja, richtig, genau. Man hat einen Deal abgeschlossen. Moderna, man hat ja einen Impfstoffkandidaten, der steckt noch in der Entwicklung, muss man natürlich dazu sagen. Aber der Deal ist abgeschlossen mit der US-Regierung und damit soll Moderna, circa 1,5 Milliarden Dollar einstreichen. Man hat sich dazu verpflichtet, 100 Millionen Impfstoffdosen zu liefern, wenn der Impfstoff am Markt ist. Und darüber hinaus gibt es noch eine Option für weitere Lieferungen, die 400 Millionen Dollar einbringen sollen. Und das kommt gut an bei der Aktie, also sehr gut. Die ist 11,5% fester, aktuell bei 65,50 Euro und der Schlusskurs war bei ca. 59. Ja, und da laufen auch die Tests auf Hochtouren. Also das heißt, hier wird Studie 3 quasi vollzogen, damit das Medikament auch natürlich irgendwann für uns alle zur Verfügung steht. Das gibt Hoffnung im Corona-Kampf. Vielen lieben Dank an dich für die Hintergrundinformationen. Einen angenehmen Handelstag, Daniel. Dankeschön, sehr gerne. Tschüss. Ja, und wir schauen auf das Bruttoinlandsprodukt von England jetzt gleich 8 Uhr und dann später auf Industrieproduktionsdaten aus der EU, 11 Uhr nachmittags, dann noch 14.30 Uhr aus den USA. Auf diverse Daten kommen Sie gut durch den Handelstag, bleiben Sie uns erhalten. Wir hören uns morgen wieder, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LSX.